So, liebe Gäste hier beim EHC Freiburg, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der heutigen Begegnung mit dem ESV Kaufbeuren. Ich darf ganz herzlich begrüßen den Gästetrainer, Herrn Andreas Brockmann, unseren Trainer Leo Sulak, und das erste Wort hat der Gastwirt hier in unserem VIP-Raum, Herr Willi Zimber. Liebe VIP-Raum-Gäste, ich darf mich heute bedanken am Fastnachtssonntag für die Bewirtung bei der Metzgerei Bruno und Rüthin aus Mülheim-Hügelheim. Vielen herzlichen Dank. Folgende Endergebnisse liegen vor: Dresden gegen Grimmitschau 6:3, Weißwasser gegen Ravensburg 4:0, Bietigheim gegen Heilbronn 3:2 nach Verlängerung, Kassel gegen Bad Nauheim 5:2 und Bayreuth gegen Bad Tölz ebenfalls 5:2. Die Partie Frankfurt gegen Rissersee ist meines Wissens beim Stand von 2:2 noch nicht beendet. 3:2 Garmisch. Haben Sie das Endergebnis? 2:3. Ja, 2:3, okay. Dankeschön. Dann kommen wir zur Analyse der heutigen Begegnung. Herr Brockmann, zunächst aus Kaufbeurer Sicht bitte. Ja, guten Abend. Ja. Für uns war das ein sehr, sehr wichtiger Sieg, wenn man die Tabelle anschaut und alles. Und ich muss sagen, wir haben das erste Drittel sehr, sehr gut angefangen. Und, aber so läuft ja das Spiel. Wir haben ein bisschen verpasst. Wir haben sehr gute Chancen gehabt, auch erarbeitet. Sehr viele Schüsse gehabt und gestern mit 1-0 in die Kabine. Und 1-0 ist nichts, gar nichts. Und dann 2-0 dann. Dann ein bisschen, ja, vielleicht waren wir uns dann zu sicher und zu passiv dann. Und so wie es halt im Sport noch nicht sein, du kriegst ein Powerplay, also ein Unterzahl, ein Tor. Und das 2-1, dann ist wieder ein ganz anderes Spiel. Aber ich glaube, gerade bei uns war wichtig natürlich das 3-1. Und ich glaube, im letzten Drittel haben wir hervorragend gespielt. Wir haben eigentlich sehr wenig zulassen, bis auf einmal in Unterzahl oder jetzt am Schluss dann bei 4-6. Aber haben wir unglaublich verteidigt und sehr gut gespielt. Und wie gesagt, wenn wir hier 4-1 gewinnt haben, muss man sehr, sehr gut gespielt haben. Und das haben wir heute. Dankeschön. Danke. Leos, bitte. Ja, guten Abend. Gratulation zum Sieg. Wir haben das erste Drittel ganz verschlafen. Das habe ich auch nach dem ersten Drittel da in der Kabine gesagt, das geht nicht. Wir haben keinen Zweikampf gewonnen, wir sind nicht mal in die Zweikämpfe gekommen. Da Begleitfahrzeuge nur im eigenen Drittel, statt Körper zu spielen, und so kann man nicht spielen. Die Vorgabe war ganz anders und wir haben die nicht umgesetzt. Im zweiten Drittel haben wir erst angefangen, Eishockey zu spielen. Auch das blöde Tor bei unserem Überzahlspiel, dass wir da den Fehler machen, okay, aber nach dem 2-0 haben die Jungs oder sind die angefangen, Schlittschuh zu laufen und richtig zum Tor zu gehen. Nur wir sind in einer Situation, das war schon in Garmisch, da beim Stande 2-0 musst du das 3-0 schießen und dann ist das Spiel gelaufen. Beim Stande 2-2 am Freitag genauso. Zweimal leeres Tor und triffst das nicht, und heute müssen wir froh sein, dass wir nach dem ersten Drittel nicht 3-0, 4-0 hinten sind, wie wir gespielt haben. Aber wie ich gesagt habe, nach dem zweiten Drittel war es besser, nur uns fehlt jetzt wirklich Glück beim Abschluss, Scheibenglück, dass man mal so ein dreckiges Tor schießt und dann läuft es besser. Es ist so, wir werden noch die letzten Spiele alles geben, weil es geht auch darum, wie man in der Tabelle steht und gegen wen man spielen soll. Danke. Ein Dank an die beiden Trainer. Gibt es Fragen? Herr Lösch, gibt es eine Erklärung dafür, dass wir das erste Drittel verschlafen haben? Braucht doch einem Spieler nicht erklären, dass man in der ersten Sekunde an da sein muss? Gut, das haben wir angesprochen und das habe ich nach dem Spiel auch angesprochen. Das werden wir die ganze Woche jetzt trainieren, dass wir von der ersten Sekunde da sind und dass wir Gas geben und dass wir auch die Zweikämpfe, dass wir die annehmen, dass wir die gewinnen mal. Oder im eigenen Drittel, dass man die Scheibe rausbringt und nicht noch selber solche Fehler macht. Wie hast du die Szene vom 1:3 gesehen? Ich habe sie nicht richtig gesehen, aber ich glaube, es wurde ein... Ich habe die gesehen und ich habe auch das Video gesehen. Es wird bestimmt im Internet kommen und so ist es. Ja, war es ein Foul an Mittwoch? Ja, am
an Witford. Ja, ich weiß, war es der Witford überhaupt? Witford war da, da, schau dir das selber an, ich möchte das hier nicht kommentieren. Wagner Bogmann, ihr habt jetzt alle vier Spiele gegen Freiburg gewonnen. Was ist das Ziel bis zum Ende der Hauptrunde? Möglichst bester Platz natürlich. Sie haben die Frage schon beantwortet. Ja. Okay. Nein, man braucht dann nur die Tabelle anschauen und die Liga. Das ist für Spiel, da braucht man nicht träumen. Wir haben alles in unserer eigenen Hand. Ich glaube, dass wir einen sehr guten Schritt gemacht haben, dass wir mit Sicherheit unter die Top 10 sind. Es ist aber auch immer noch theoretisch möglich, dass drauf fahren. Wir denken Spiel für Spiel und dann schauen wir, was nach 52 Spielen rauskommt. Und dann werden wir das Beste draus machen. Gibt es noch Fragen? Jens, bitte. Was war der Grund, dass die anderen Förderlizenzspieler oder Doppellizenzspieler nicht da waren als Schwenning? Also außer Wölfel. Wölfel war krank. Aber die Frage nach der Abwesenheit anderer Förderlizenzspieler? Ja gut, die, dass die so viel gespielt haben und so viel Entschuldigung, so viel Fahrten haben die von Schwenningen das Wochenende frei bekommen. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, bedanke ich mich, wünsche Ihnen, Herr Brockmann und Ihrer Mannschaft, eine gute Heimreise. Ihnen, liebe Gäste, einen schönen Rosenmontag hier und wir sehen uns am kommenden Freitag wieder, wenn Sie mögen, zum Heimspiel gegen Kassel. Danke.